Herzlich willkommen zu meiner Solo-Karte. Auf frischen Marsch, was ist hier los? Der Silo ist voll mit Stroh. Ist im Grunde gut. Aber der Lolli hat sich aufgehängt. Gibt's doch gar nicht. Nur ganz kurz. Stroh umlagern. Richtung Mischfabrik. Weizen nicht, oh ja, verkaufen. Na nicht zurück. Wenn es schnell gehen soll, dann gibt es. Gerade haben wir auch. Schweinefutter, Mist, Dünger. Oh. Und dann kann er gleich wieder weiterarbeiten, unser Abfahrer für Stroh, für Füll 2. Das wäre ja äußerst ärgerlich, wenn der jetzt hier mittendrin aufhört, gerade angefangen, ne? Muss ja nicht sein. Wir brauchen noch was für die Kühe, Mischfutter und fürs Einstreuen. Ich glaube, das kann ich erlauben, das wegzuwerfen. So viel Geld haben wir auch nicht. Dann können wir Mischfutter verkaufen, theoretisch. Dann haben wir ein bisschen Geld verdienen. Theoretisch. Ein Kurs extra eingefahren. Dann muss er auch arbeiten, ne? Wie gesagt, ein Teil kommt natürlich. Oh. Wir machen aber erstmal Mischfutter rein. Mischfutter, Fabrik. Was ist denn da los? Der hinter doch immer keine schönen. Da zwei Achser, ne? Ja. Dann müssen wir abhängen und LKW holen. Nutzt ja auch nichts. Also, das ist ja ein Cheat. Hat auch vorne geklappt. Mit einem anderen Traktor. Jetzt klappt das nicht. Aber wir wollten da sowieso noch so um links fahren. Zum Pellefabrik auch noch hinfahren. Stroh einlagern. Da wir im Winter gut verkaufen können. Damit die heizen können, ne? Der hinter mir weh. Geht mal rein. Wir können arbeiten ohne Ende. So, das ist Folge Nummer 4. Heute ist Mittwoch. Ne, 5. Mittwoch. Ich wünsche allen einen schönen Silvester. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auch vor allen Dingen Gesundheit, ne? Knallt nicht so viel. Denkt an euer Portemonnaie. Aber ein bisschen darf sein. Lieber ein Spiel kaufen, sag ich mal so. Aber Knaller kaufe ich morgen erst. Morgen geht los. Morgen fahre ich auch noch los. Schau, was schönes kriegt. Aber ich kaufe nicht viel. Ich kaufe eine Batterie. Ein oder zwei, mal sehen.
nichts Großes, also 2 Minuten Feuerwerk und dann ist gut. Mal sehen, was ich morgen noch kriege. Hier in Österreich kannst du schon seit Anfang Dezember kaufen. Immer so nebenbei. Die haben mal draußen extra Container so für, also die lagern nicht im Laden. Und haben draußen einen riesigen Container. Ist ein riesiger Container. Die haben Container, wo sie entsprechend das einlagern halt. Container aus Blech halt, ne? Ganz normal. Bin ja vorher gefahren. Abgesperrt auch extra. Man weiß ja aber nicht, die Raucher sind immer so frei und sagen, ach, da ist im hinter Container ist kein Wind, da stellen wir uns mal hin, da rauchen wir mal eine, ne? Das Phänomen habe ich immer an der Tankstelle. An einer Ecke stellen sie sich ganz gerne hin. Die waschen ihre Autos und dann gehen sie dahin und rauchen. Und ein paar Meter weiter ist die Tankstelle, die Zapfsäule auch für Erdgas und so. Ne? Und das ist für mich. Denken nicht mit die Menschen dabei. Also gerade Tankstelle, Vorsicht. Benzin, Dämpfe, der knallt so herrlich schön. Einmal. Das sagt doch keiner was von denen, von der Betreiber oder so. Oh, aber gut. Muss man nicht verstehen. So, jetzt kann er arbeiten. Schön fleißig und immer eben weg. Der Kollege kann fleißig. Oh, Gras. Full. Aber den muss ich aufpassen, dass ich hier den. Stellen wir erstmal genau. Da arbeitet schon wieder einer nicht, hätte ich gerade so. Oh, da haben wir gerade vom Teufel gesprochen. Mach Pause. Das gibt's gar nicht. Muss ich mal umstellen auf anderes Maß. Und zwar auf 12.000 oder so. Ob das was bringt, auf anderes Maß gehen? Schauen wir mal. Nehmen wir auch 10.000, ist ja nicht so richtig. Und der hat 8.000, da funktioniert es, das ist komisch. Das ist aber ein anderer Traktor, ne? Mit der Maus muss ich auch passen. Mit dem Mauszeiger, dass wenn ich in den Nachbarbildschirm komme, dann ist die Lenkung, die Feder raus. Das ist für euch auch ungünstig. So. Der war noch nicht voll, aber fast. 6 Ballen noch und dann. Das brauche ich ja 2 Tage. 48 Stunden. So. Die können wir erstmal einmal. Boah, hier noch ein Gras. Hat ja auch teilweise Matthias hingeworfen, ne?
Muss man nicht verstehen. Ist halt so. So, das müssen wir mal zwischenlagern. Das können wir jetzt nicht reinwerfen im BGH. Sonst ist nämlich Gras. Und Gras verdienen wir ja nichts, ne? So. Z. So. Der nächste Schwung. Zeit. Oh, gut. Ich will mal heute nicht überziehen. Ich habe mich gestern in beiden Folgen überzogen. War so beschäftigt mit unserem Chaos-Arbeiter hier. Und mit Cosplay. Dass die Zeit davon gerannt ist. Schon wieder voll? Boah. Glaubst du gar nicht. Den packen wir rechts, ich habe eine böse Ahnung. Ist da irgendeine Bahn im Ding nicht mehr? ich weiß nicht genau. Wieso bist du voll? Kann doch nicht sein. Aber so viel Stroh? Ist aber nicht voll. Das ist eine alte Meldung. Ich tippe ihn daneben, aber macht nichts. Lieber den Trigger ein bisschen größer, als wenn wir hier ständig jonglieren müssen. Aber das geht mal zusammen hier, ne? Also. Gut, dass wir nicht mit Mais angefangen haben. Ich denke mal, mit Gras und mit beschäftigt. Kartoffeln warten noch einen Rüben. Jetzt dürfte hier auch nicht mehr viel reingehen. Weil die Lage haben ist kein, das er machen kann. So. Kann sein, dass hier bald die Meldung kommt, das ist auch voll. Dann könnten wir noch Heu holen und einfüllen. Aber die Lage müssen wir 2 Tage warten. Und die haben wir jetzt nicht. Wie geahnt. Jetzt fahren wir das zur Pelletsfabrik. Und wir haben kein Geld für ein weiteres Lager zu kaufen. Also, was brauchen wir noch? Lagererweiterung. Ist halt so. Immer ein bisschen arbeiten kann er ja. Oh, Gelicht an. Oh, wird geblitzt. Aber den, mal gucken, mal ganz kurz, ob hier
Wenn es an Heu liegt, dann können wir was nachfahren. Ansonsten die Lage wird schwierig. An Heu liegt es nicht, da haben wir auch einen Grill. Dann müssen wir entsprechend warten, bis wir die Lage bekommen. Also wir wissen es ja noch da, verarbeite ich ja noch ein bisschen was, aber da brauche ich ja nicht viel Stroh, ich brauche ja viel Heu. Ne? So, dann fahren wir halt zu der Pelletsfabrik. Dann sehe ich aber schon für Heu, für Feld Nr. 12 ein bisschen schwarz und da wird Stroh. So, nun könnte man sagen, okay, wir pressen Stroh und lagern dann das Ballen ein. Was ich persönlich nicht machen möchte. Weil Stroh an sich verkaufen macht ja keinen Sinn, wenn wir darauf was herstellen können. Ne? Also Pellets bringt ein bisschen mehr, ne? Als wenn wir jetzt hier nur in Anführungszeichen. Die wollte ich auch noch verkaufen, damit wir besser fahren können hier. Dann kann er nämlich arbeiten hier. Paletten müssten wir hier noch drin haben. Ja, da kann er noch gut arbeiten, da kann er noch was ja tun. Können wir öffnen. Ist er an? Aktiv, alles gut. Ja, da kann er jetzt alles verarbeiten. Und später können wir dann entsprechend erstmal auslagern. Und dann bei Gelegenheit dann wegfahren. Ne? Denn besser wir fahren die Stroh rein, als wenn wir hier die Hackschütze reinfahren, weil Hackschütze brauchen wir ja für Papier und für Kartons. Sobald wir das Geld haben für die Fabrik, für die Kartonsherstellung. Ne? Weiß nicht genau, ob das jetzt reicht mit der BGH, ob wir genug Geld kriegen, aber hier, wenn wir was aktivieren wollten, lohnt sich ja noch. So, Holzstamm. Dann aktivieren wir das mal ganz kurz. Bretterpaletten. Da. 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 Ja, dann müssen wir aktivieren. Die Paletten, das geht von alleine auch, glaube ich. Aber die anderen müssen aktiviert werden. Ist ja ganz gut so, dann kann man immer sagen, okay, das brauche ich dringend, ne? Wenn ich jetzt dringend nur Paletten brauche. Dann ist es praktisch, wenn man das aktivieren kann, extra aktivieren kann. Beziehungsweise man muss dann immer aktivieren. Ja, mal gucken, immer was gucken, mal schauen. Ob hier was Neues hinzugekommen ist, neuen Arm. Keksmonster, ja, Monster ist gut. Müller. Hoffmann. Kennen wir nicht. Gut. Oh, ich bin vollgerückt. Das ist schön. Und da alles. Hattenburg. Keule. Keule. Ja, schon lange dabei. Ich muss mal schauen bei PayPal, ob ich da was überweisen muss. Sonst geht's nicht irgendwann. Wäre ja schade, wenn man hier hinten anfangen müsste, ne? Aber gut, okay. Seht nicht so eng. Ja, sobald die Ballen gepresst sind, können wir schneller fahren lassen. Obwohl das, glaube ich, eher nachts nicht gut trocknet, aber wie gesagt, ich möchte kein Heu haben. Ne? Also
Sonst wäre das kein Problem. Da steht schon jemand. Da macht schon jemand Urlaub. Ja, kaum war ich weg, hat er aufgehört zu arbeiten. Ne? Das ist, wie soll ich sagen, ne? Den Rest der Folge, oh, Rest der Folge ist gut. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Das hat mal Füße und Wingeling, ciao, ciao. Die Zeit ist abgelaufen für heute. Ja, leider ist halt so, ne? Nicht viel geschafft, aber trotzdem was getan. Nochmal Tschüss und danke fürs Reinschauen. Bis vielleicht sehen wir es morgen wieder. Oder heute zur zweiten Folge. Ne? Und nicht vergessen. Macht nicht so viel. Tschüss.